Ja, herzlich willkommen bei DSD sein mit einer Ficker-Feature. Ne? Der kommt da nicht rein, weil da steht ganz viel Kram. Und jetzt geht's los. I love toys. Toys, 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 toys. I love toys. Ja, Peace and Justice gesagt. Herzlich willkommen zu DSD, ne, sein Vista-Krimpel. Genau. Ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Aus gutem Grund. Ja, wo ist er? Hier, den Stormtrooper, den R2. Ja. Nein, ihr seht ja, habt da gelesen, der Gore-Minister. Denn er hat mir zum Geburtstag etwas geschenkt. Nicht nur das, auf die anderen Sachen komme ich demnächst mal noch drauf zurück. Aber ich dachte mir, komm, da hat er sich, ja, das ist schon geil. Ne, guck mal hier, der Imperial Stormtrooper aus The Mandalorian. Nevarro Cantina heißt das, weil er halt so ein Dreibein dabei hat. Hier stehen aber noch ganz viele andere. Was ist denn damit? Ja, stimmt, bevor wir jetzt zeigen. Oh, ich sehe gerade. Ja, was siehst du denn? Das sind Vintage-Teile. Die beide sind Vintage, richtig. Ja, ja. Ja, hier schön. Die alte Kanone, erste Mal hat man die ja gesehen bei Imperium schlägt zurück, oder? Ja. Oder waren die vorher schon mal irgendwo? Nee, ne? Nee, Imperium schlägt zurück, da bauen die das. Ja, die bauen das auf in der Echo Base halt. Ne? Und alle so, oh nein, und dann hier kommt infiltriert. Ich habe, glaube ich, irgendwo ist auch noch was drin. Ach, guck mal, was ist denn da drin? Ja. Minzblättchen. Nee, noch Waffen. Oh. Ganz viele alte Waffen. Oh, hier. Was haben wir denn hier? Jetzt geht's los. Ja, die ist noch. Hier. Ach doch, der Stab von T1B. Ja, Mann. Von der Midi. Ich glaube, ich hier noch ein. Oh, ein. Oh, ein. Ah, von wem ist das? Ich meine, das hatten auch die Hoth-Trooper. Also Rebellen halt, ne? Oh, und dann sehen wir hier noch einen Bowcaster, ne? Ja, stimmt. Ja. Hier noch eine Shui-Waffe. Ja, da habe ich da mal ein paar reingetan als Kind. Weiß ich gar nicht, ob ich das Ding hatte. Auf jeden Fall habe ich da nie gedacht, klar, da kann man ja die Waffen drin aufbauen. Ja, mir fehlt noch so ein Schlauch. Ja. Naja, okay. Ich hätte hier auch noch. Hier sind zwei so Neo-Waffen. Also Neo-Tripods. Oh, jetzt fange ich damit auch schon an. Ja, geht mal zum Minister auf den Videos, dann wisst ihr warum. Weil ich enthalte mich mal heute des Rülpsers. Glaube ich, vielleicht kommt noch einer. Ja, diese, ich weiß gar nicht, wann die rauskommen sind. Der gute Herr Malfein, ne? Hat mir ja da so verschiedene zukommen lassen, weil die Kiste ist auch ein bisschen anders. Da steht das, kann ich nie lesen. Das kann ich nicht mehr lesen. Ja, ich versuch's gerade. 97. Ja, da ist das hier Power of the Force oder so wahrscheinlich. Ja. Ne? Stimmt, da gab's die auch nochmal. Da waren zwar die Trooper nicht so schön und hier der Pin ist anders. Kannst du aber auch wieder aufmachen, die Kiste. Ja, und auch hier das Geriffelte. Aber die kannst du nicht aufklappen, die kannst du so aufmachen. Ne? Ah ja. Ne? Guck mal, da war gar nichts. Doch, da ist irgend so ein Staub drin. Spice wahrscheinlich. War da drin. Und hier kannst du auch irgendwie. Ich glaube, hier konntest du. Ach ja, wenn du hier machst, kannst du so ein Geschütz abschießen. Ach. Das liegt jetzt aber irgendwo da drüben. Und hier habe ich halt auch noch eins. Da ist der Knopf, glaube ich, anders. Das ist so piep, piep, piep. Wo ist denn der Knopf? Ja, siehst du, hier ist das nicht. Oh, da. Aua. Geht das wieder los, weißt du? Aber komm, dann testen wir mal in der Kanone auch hier. Kann man das. Passt das da rein? Ah, nee. Siehst du, die ist dann doch anders. Dann muss die ja nochmal, ja, früher oder später rausgekommen sein. Ja. Ich tendiere mal zu später, weil das hier nochmal anders aussieht, ne? Und ich wette mit dir, hier ist keine Abschussfunktion, weißt du? Kein Action-Feature. Aber ich möchte gleich wissen, ja, von der Kiste sehen wir schon, das ist, ja, geil, oder? Ne, die ist auch anders, ne? Ah, ne, die ist anders. Die hat hier so die ist höher. Senkrecht und waagerechte Dinger drin und hier sind nur senkrechte drin. Geil, wieder eine neue Kiste dazu. Ja, ich bin gespannt, wie die Kanone, die Kanone aussieht, weil es geht ja hier, ne, um den Imperial Stormtrooper. Jetzt habe ich keinen Stormy rausgeholt zum Vergleich, aber ich denke, das ist ein normaler Vintage Collection, halt, der rausgekommen ist. Ne? Da wird nichts anders sein. Ach, geiles, guck mal hier. Ja, du kannst ja hier reinstecken dann. Ja, gut, aber da kannst du nichts abschießen halt. Der hat dann keinen Federmechanismus. Schade, da hätte genau, ich jetzt erwartet. Genau wie Mattel, weißt du? Anstelle, dass man mal ein Action-Feature einbaut. Ach, da war es ja doch. Anstelle, dass man mal ein Action-Feature einbaut, ist da nur so ein Pinöckel, kannst du draufstecken. Ja. Ja, strange. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch, deswegen rede ich jetzt noch ein bisschen. ja, 2022, cool. Ach, letztes Jahr tatsächlich. Sehr geil, aber wie gesagt, ich finde die Dinger sehr überteuert halt. Auch der Boba Fett, den es da gibt. Und, ne, und von daher, du bist bescheuert, Alter. Also, Für dich, Bruder, mache ich das sehr, 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 sehr gerne. Das ist schon überfällig. Aber ich sag mal so,
wäre jetzt kein Geburtstag gewesen und würde ich das so im Laden sehen und mir denke so, oh, ich habe da Bock drauf, würde ich sagen so, nein. Schwer. Nein, schwer, nein, nein. Ich habe ja, wie gesagt, selbst bei dem Boba, als ich den hätte noch ein bisschen günstiger kriegen können, habe ich ja auch gesagt, ich sage, nee, ist mir einfach... Ey, der Boba hat für 37,99 bei Schmidt rum. Also denken wir so, Alter, entschuldigt mal bitte, guckt euch das mal an. Also das ist... Du weißt, das ist ja eigentlich so ein Vehikel oder so ein Special dazu. Da hast du früher, ja gut, früher 15 Mark wahrscheinlich für bezahlt. So ja, mal. Früher. Dann eine Figur... Lass es 29,95 kosten. Ja gut, dann könnte man noch halt... Ne, okay, mit Schmerz. Ne? Ja, aber das ist schon... Aber es ist schön, weil freue ich mich drüber. Eigentlich habe ich so ein Ding. Guck mal hier auch wieder, das Bild geht hier noch weiter wieder. Ja, wie bei The Masters. Das ist ja cool. Und die Packung finde ich ja auch nicht so verkehrt. Also das finde ich schon cool, weil das hat was früher von den Vintage-Sachen. Wenn ihr diese Mini-Rack-Dinger. Ja, ja, ja. Die waren halt hier quadratischer in der Dinge. Quadratisch praktisch gut. Exakt. Ja, Rittersport kommt jetzt, ne? Nein, bloß nicht. Sind wir schon in der Werbung? Nein, ich mache hier keine Werbung. Ach so, okay. Wer weiß, vielleicht in der Special-Folge. Weil, habe ich überhaupt gesagt, Folge 550? Nein, herzlich willkommen bei DSD, sein Midnight-Figure-Feature, Folge 550. Weil ich hatte mir eigentlich gedacht, ja, zu dem Jubiläum habe ich mir einen Gast eingeladen. Aber ich habe das wieder komplett... Ja, wie das manchmal so ist. Ihr müsst das verzeihen. Das ist hier... Mal mein Schweizer Taschenmesser. Das ist hier nicht geskriptet, das ist hier nicht von Profis. Fuck. Das sind halt nur zwei Buddies, die, Spielzeug... Was hast du jetzt? Nein, ich versuche das jetzt mal so hochzuklappen. Ach ja, wie der Star Wars Sonder das immer macht. Ja, aber das ist schwer. Ja, liebe Grüße. Ich hoffe, man sieht sie auf der Toyplosion. Ja, aber er macht das ja auch nicht mit einem Skalpell. Nee, mit einem Taschenmesser. Ja. Aber irgendwie... Ja, ich krieg da gleich einen Knick rein, Alter. Scheiße. Ja, wenn du jetzt so reingreifst, dann wird es wohl so sein. Ist das denn nochmal festgeklebt? Boah, Alter, das bewegt sich kein Millimeter. Aber ich habe auch keinen Bock, jetzt einen anderen Taser da noch aufzuschneiden. Und da macht er schon den Knick. Langsam löst. Der will da nicht raus, die Sau. Ich habe mir schon ins Nagelbett geschnitten. Das wird wieder hier ein Unboxing, ne? Aber egal. Guck mal. Ja, kaum Knick. So, da fühle ich mich ja schon fast wie zu Hause, wollte ich sagen. Oh, da fange ich an zu spucken, wie beim Gorminister. Wir zeigen natürlich erstmal, ne, hier den Zettel. Da sehen wir nämlich... Ja, wie die Kanone aufgebaut wird. Ja, und hier ist auch so ein Beileger bei, allerdings ohne die austauschbaren Glieder. Da steht nur drauf, was steht denn überhaupt auf so einem Scheißding? Ja, Warnung, bitte nicht verschlucken. Achtung, also Erstickungsgefahr. Ja, für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, da Kleinteile enthalten sind. Krass. That's it. So, ich denke, das kriegen wir hin. Wenn nicht, ich lasse das mal hier liegen. Den kannst du verbrennen, den kannst du wegwerfen. Seite, ja, die schmeiße ich eh mal weg. Die schmeißt du weg? Warum? Ja, ja. Ja, ich brauche diese Zettel nicht. Außerdem packe ich ja eh aus. Scheiß auf Werte. Ja, ich würde es in die Packung wieder reinpacken. Oh, guck mal. Ui, wie schön es aussieht. Oh, warte, hör mal kurz. Was ist das denn? Oh. Was ist das? Ach, da sind die Beine drin, ne? Wo ist denn die Kanone? Ach, da. Ich dachte schon, da fehlt was. Oh, wie schön es aussieht. Das ist nice, ne? So. Aber ein bisschen fisselig, ne? Ja, der Figur. Komm, wir fangen erstmal mit dem Trooper an. Der Trooper. Ja. Der ist, gucken wir uns gleich aus der Nähe natürlich auch nochmal an. Ich zeige euch den jetzt nur einmal hier wieder im Kreis, wenn ich ihn richtig hingestellt kriege. Aber auch wieder 1000 bewegliche Gelenke. Ja, der ist ja Vintage Collection. Ich wollte gerade sagen, der ist ja Vintage Collection halt. Also der hat da, weiß nicht, 15 Dinger oder so. Füße, Knöchel, Knie. Ich mag ja die Retro Collection irgendwie einfach nur wie früher war. So. Hier, Hüfte kann sie noch drehen, da kannst du den Brustkorb auch noch hier. Oh. Aber guck mal, das machen wir gleich nochmal. Ja, jetzt habt ihr auf jeden Fall den Kreis gesehen. Halt, ne? Der ist schön. Der hat gar keinen Blaster dabei. Ne? Ja, gut, doch, der hat den großen Blaster dabei. Ja, der hat also. Ja, sowas zum Auspacken. Oh ja, gut. Sonst mache ich das aber in so einer komischen Zellophan-Tüte. Ist das denn jetzt auch so umweltfreundlich? Weiß ich nicht. Wirklich, ne? Ich versuche das hier vorsichtig rauszumachen. Ich weiß, kannst du auch zerbeißen. So, jo, hier, ja. Ah, guck mal, wie viel dabei ist hier. Jetzt geht's los, ey. Ja, da sind die Standfüße drin. Hier ist noch was. Geil. Das war's. Ja, das sind die Standfüße. Achso, das ist das Zusammenbau-Ding. Okay. Hier hast du die Standfüße. Ja, pass auf, wir bauen das mal hier näher zusammen. Ihr kennt das Spiel bei mir. Schön, zack, jetzt in der Nahaufnahme. Ja. Und dann gucken wir mal, wie wir damit so klarkommen. Piep, 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 piep. Bis jetzt hier. Ja, der Stormy. Ich glaube, der ist noch ein Überbleibsel aus dem alten Imperium. Zurück an der Jedi-Ritter-Zeiten halt, weil, ja stimmt, Manu hat ja schon danach gespielt halt, ne? Da gab es das Imperium nicht mehr.
Also ich würde sagen, das ist, jetzt, ich habe jetzt keinen Vergleich geholt, aber scheiß drauf, das ist ein normaler Vintage Collection, halt hier der normale Stormtrooper. Aber hatte der bei der Vintage Collection auch diesen Triggerfinger? Ja, ja. Also die sind, die haben die, obwohl, da lüge ich jetzt, ey. Nein, der hat den gehabt. Ist der Daumen abgebrochen? Nein. Ach nee, der ist da so drinnen. Ja, ja, aber... Ich zeig das mal. Da, ja, da für den E11-Blaster halt, ne? Ja, da hätten sie ja mal nett sein können und noch so eine E11 dabei packen können. Ja, leider nicht, ne? Also nee. Bewegungspunkte, wie gesagt, der hat hier überall halt, das ist halt Standard-Vintage. Müsste auch wieder ein Plop hier drunter sein. Oder hat der schon den... Ja. Ah, der hat schon den neuen. Ah. Weil den anderen Vintage, meine ich, den ich habe, der hat halt noch diesen... Dicken, ich dachte schon wieder kaputt geworden. Ja, hab ich auch erst gedacht. Diese dicke Kugel, und das ist ja schon... Ja, ja, das ist wieder dieser Knochen. Na, da hast du halt, damit, dann kannst du ja den so ein bisschen halsmäßig, glaube ich, auch noch vorrücken. Jetzt habe ich ihn aber so weit hier natürlich in die Ecke reingemacht. Ja, und nochmal. Das ist ja hier wie Pong spielen. Ja, wie bei The Master. Ja. So. Obwohl, ich weiß nicht, die Helmbemalung vielleicht? Nee, das ja, ist schon, nee, das ist schon ist, alles... Das ist ein Alter. Ne, also... Ich wüsste jetzt nicht, aber gut, kann mir vielleicht einer was schreiben, weil die Schraffur hier unter der jetzt hier in der Achselhöhlen halt, hinter der Glocke, das sieht, das hat so eine Schraffur. Aber haben das die, entweder ist mit, haben die denn alle oder was, oder wie? Ja, das weiß ich halt nicht, also das ist mir noch nie aufgefallen, dass das hier so schraffiert ist jetzt halt so, also das war, und was mich wundert, hier hinten an dem, ist das ja auch ein Thermaldetonator, ne? So eine Bombe. Ja. Hier die Markierung da, die Bemalung dran. Ich muss mal meine Brille werfen. Ja, da ist noch ein roter Strich dran und der hat hier noch so silbergrau halt. In den Dingern da, das ist auch nicht schlecht. Irgendwie sieht der Hintern anders aus, oder? Ich mach noch mal irgendwann einen Vergleich halt, ne? Ja, also das Teil hier von der Rüstung halt, meine ich halt, ne? Das ist übrigens fürchterlich scheiße, wenn du das anhaben musst und damit rumlaufen musst, weil ja. Das Ding, das ist echt... Ja, wird Zeit, dass du damit mal rumlaufst. Ach, guck mal, und was auch doof ist, hier knickt sich direkt das Ding ein. Wenn ihr hier, hast du gesehen, ihr, das, dann... Oh, oder auch gefährlich, die brechen auch schnell ab. Ja. Weil das ist natürlich hier aus weichem Zeug, da denkt nur an so einen kleinen Lappen hier. Ja, mal gucken, wie lange das weich ist, weil die Weichmacher werden irgendwann hart, wie bei dem Mars. Stimmt, die Erfahrungen müssten ja auch langsam kommen halt, ne? Jetzt, weil seit 2010 gibt es die Vintage Collection. Sind ja jetzt auch schon 12, 13 Jahre am Start. Mal gucken, ob da die Blister sich vergilbt haben bei einigen Sachen und so. Schauen wir mal. Aber komm jetzt hier. Ja, bauen wir zusammen. Die will sich aufregen. Ich nehme meine Brille ab, weil sonst sehe ich nämlich nichts. Obwohl, so sehe ich auch nicht viel. Ich fange mal hiermit an, ne? Ja, darauf steht das. Also, das ist hier für das Tripod. Da kommen die Beine dran. Ja. Ja, und das ist voll fisselig. Ja, du kannst sie nicht dann bewegen. Voll fisselig. Du kannst sie nicht bewegen. Guck mal, du hast hier nur einen so einen Bolzen. Da muss der dann dran. Also hier, der wird es nicht sein. Dann könnte es der vielleicht sein, dass der nach rechts außen so abgeht. Ja, das machst du auch irgendwie 10, 15 Mal. Da musst du hier auch voll suchen. Ja. Ich glaube, der kommt nach vorne. Ja klar, der hat hier so einen Bogen. Der kommt nach vorne dann. So, ja klar. Dann schließt sich hier das Dreieck aus, siehst du? Ah ja. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Ah, die sind sehr weich. Also da hätte ich Angst, dass hier was durchbricht halt und so weiter. Ja, das ist Vintage ist nix hier. Ich habe die ja hier, guck mal, wie hart das ist. Ja, ja, eben, bei den großen, ne? Ja. Das harte Geschütz hier. Da sind die Beine, ist nichts weich. Ja, und die kannst du hier einklappen halt. Die kannst du hier nicht, die kannst du auch nicht mehr drehen. Ich meine, das sieht schon cool aus von den Details halt und so. Das ist schon schön hier mit der Pneumatik wieder oder was auch immer, ne? Die Details sind besser, aber was ist mir wichtiger? Langlebigkeit oder... Guck mal, das Ding kommt wohl hier rein. Ja, das sieht so aus. Boah, das bricht aber auch hart ab. Da, guck mal, ich geht schon beim Reindrücken, hat sich gerade schon einmal gebogen. Das machst du zu feste, dann ist hier kaputt. Das wird irgendwann hell und dann sieht es scheiße aus. Ach so, da kann man das dann halten oder so, ne? Ja, und jetzt müssen wir ja nur noch hier Hochzeiten. Komm rein da. Ja, aber da, guck mal, das ist merkwürdig. Oder doch andersrum. Wieso da rein? Ja, aber du kannst ja auch dann nur bis zum bestimmten Winkel schießen. Nee, aber hier hält er das doch. Du musst es andersrum drehen. Ja, ich denke auch. Ja, eigentlich hält das ja hier dran, ne? Ach so, ja, okay. Weil er damit feuert. Ja, andersrum geht aber nicht. Wie sieht's denn auf Verpackung andersrum aus? Geht nicht, weil das die Mittelstrebe hier. Wie sieht das denn auf Verpackung aus? Ach ja, man könnte auf. Siehst du, das würde schon mal nicht gehen. So. Da ist die Packung. Wo ist denn das Teil? Das Ding ist hier drunter gepackt, dieses Kackteil. Also das hier. Ich gucke jetzt gerade nur wie auf... Ja, das Mittelbein kommt nach hinten. Also der muss gleich so nach hinten, aber das hier... Wo kommt das hin? Das wird hier irgendwie so drunter gemacht. Ja, aber wie? Muss ich das hier dran noch...
Warum? Alter, wollt ihr mich verarschen? Ja, das ist doch niemals irgendwie, dass er da schön was halten kann. Das ist einfach für die Optik oder so. Ja, das ist dass das hier so ein bisschen, ja, weißt du, ja, hier ja, so ja, stabil zusammen ist. Ja, aber das ist doch kacke. Das ist doch scheiße. Guck mal, wenn dieses Bein nach hinten soll als Mittelbein. Ach so. Vielleicht so. Ja, und dann geht hier schon wieder das Mistding raus. Nee, das kann ja auch nicht sein. Der steht doch so am Mittelbein. Und hier auf dem Bild ja, ne, ist das Mittelbein nach hinten, das hier so dran. Ne, man sieht hier diese komischen Kugeldinger. Aber der geht voll tief nach unten und ich kann den doch hier nicht reinmachen. Der hängt doch hier. Der hängt hier drauf. Der sitzt hier drauf. Das geht gar nicht. Der muss eigentlich so. Siehst du? Ja. So sitzt er und dann hat er hier die Dings drauf und dann kannst du hier rauf runter schießen. Naja. Und ein bisschen drehen. Jetzt kommt ja noch das Kabel da dran. Hier geht das ja ganz einfach. Auch hier. Und ja, das macht knackig, knackig, knackig. Stimmt, das macht noch ein Geräusch, ne? Ja. Ja. So, überlegen. Das macht kein Geräusch. Und guck mal hier, wie groß das ist. Ja, rough. Also, ne? Und ey. Das ist schon. Aber ich glaube bei Mando, ey, scheiße, ich habe so oft geguckt, ne? Aber ich glaube, das ist wirklich ein. Hier, die Details können wir uns jetzt auch mal angucken. Im Vergleich zum alten hier. Obwohl bei dem alten, guck mal, die alten haben auch so ein Raster da drauf. Weil, ich zeige euch ja jetzt noch den anderen hier, Power of the Force. Der hat einfach nur so gerade Lamellen so. Stimmt. Und die haben halt dieses Kopfgeflecht. Das ist von den Details schon geil. Ja, ja, guck mal hier. Auch so oben drauf, ja, mit den Schläuchen und was hier alles so ist. Ne? Mit Nein, das sieht schon fein aus. Das sieht schon oder? Geiler aus, aber, ja, aber. Nee, einfach, weiß ich nicht. Ach so, das kann man auch gar nicht aufmachen. Das kannst du nicht aufmachen. Das kann man nicht öffnen. Ja hier, das ist ja von unten offen. Hier macht man offen. Oh, ja, guck mal, hier ganz viele Waffen. Oh, ganz viele Waffen. Oh. Ne, guck mal hier. Also. Ja, den anderen noch auf. Warte, ich greife mal einfach hier. Ja, ja, ja. Ja, den kannst du ziehen nur, ja, der ist nicht zum Klappen, den ja, ziehst du da auf. Da hast du da auch hier ja, offen. Ja, das ist Spice-Reste. Ja, aber das ist ja, der ist einfach von unten offen. Das ist natürlich auch wieder lieblos. Ne? Also, ja, ja. Also Hasbro, ey, die machen sich aber auch mittlerweile echt einfach. Achso, und der wird an der Seite, aber ursprünglich ist das ja auch an der Seite. Also im Film auf dem Foto, oh, der rutscht aber leicht raus. Ja, und die beiden Nippel sind ja gleich. Hier ist ja oben drauf. Nee, im Film ja, siehst du das auch an der Seite. Ich habe irgend so ein Foto halt davon noch. So, jetzt wird das hier unten nochmal verlötet. Reingemöppelt. Ja, und wenn du jetzt hier feste drückst, dann hast du ja, hier schon wieder Panik. Ja. Das ist gleich die ganze Scheiße. Ich hau auch gleich mit der Schulter. Jetzt ist die Kacke. Das ist ein kleines Gefrickel. Gut, man stellt sich dann hin halt. Zum Spielen finde ich das fragwürdig. Nee, zum Spielen ist es. Ach so, ja, und ja, keine Abschlussfunktion. Wir haben halt hier nur diese Feuerblume, beziehungsweise Laserblume halt, ne? Ja. Da machen die das jetzt auch und dieser Pin hier, Alter, das ist alles. Das hab ich ja gerade schon. Guck mal, hier habe ich doch schon gebogen. Hier hat er doch direkt schon einen hellen drin. Da. Diese Kacke. Ja. Da habe ich einen Knick vorhin drin gehabt. Und jetzt hast du hier schon natürlich. Und da ist schon so weiß. Ja, ja, da ist direkt weiß geworden. Sieht man das da? Ja, ja. Ja, 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 ja. Das ist. Shit. Ja, den kann ich nur ein bisschen reindrehen. Ja, ich würde auch reindrehen. Ja, das machst du einmal, zweimal und dann... Ja, das kannst du ja so stehen lassen und dann war es das mit der Herrlichkeit. Ja gut, aber wie gesagt, zum Hinstellen ist das natürlich geil halt. Ne? Ja, aber... Aber wie gesagt, erstmal finde ich das auch sehr tief, wie er das hält, ne? Ich finde es frisselig klar. Komisch. Ja gut, dann übergeben wir uns mal zum Schlusswort, ne? Hier ist real. I love toys. Ja, schwupps ist der DSD wieder alleine und sitzt auch wieder. Alles ein bisschen tiefer. Ja, leider waren die Gremlins wieder am Werk, technische Probleme. Ich habe mit dem Gore-Minister irgendwie über sechs Minuten haben wir noch darüber philosophiert, wie klein doch die Kanone ist und bla 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 halt, ne, was wir auch in der Nahaufnahme jetzt schon so besprochen hatten. Sind wir eigentlich auch nochmal übereingekommen, dass das doch teuer ist. Aber ja, wie gesagt, Video hat zwar aufgezeichnet, könnt ihr hier auch sehen, ne? Also nicht so, dass wir uns nicht verabschiedet hätten halt und so weiter, ne? Aber der Ton war halt komplett leise und verpixelt. Also hat so Klicks drin gehabt und so. Ich habe den lauter gezogen, aber das kannst du keinem vorspielen. Das kannst du dir halt leider nicht anhören. Das ist sehr schade, weil ja, wir haben ja auch noch ein Bierchen getrunken, ne? Das kleine, was ihr gesehen habt und ich habe mich nochmal fein bedankt beim Gore-Minister, mache ich jetzt hier auch nochmal. Vielen lieben Dank, ne? Noch eine Kanone mehr. Mittlerweile hat der Gore-Minister ja auch endlich den Schlauch bekommen, ne? Für die Vintage. Auf der
Marché Noir halt beim Steinedorf für einen Fünfer. Komplette Kanone, da hat irgendjemand vorne ein Loch reingebohrt und so eine Leuchtdiode reingemacht, die aber leider auch nicht funktioniert. Wenn ich das Ding auch sofort mitgenommen, verdammt ey. Nee, jetzt hat er auf jeden Fall auch sein Ding komplett und hat so noch eine Kanone über. Ey, wir können demnächst hier rumschießen, ne? Das gibt's gar nicht. Ja, wie gesagt, ist jetzt schade, dass das unser Quatschgelaber jetzt leider nicht mehr zu sehen ist. Ich werde es in freudiger Erinnerung behalten. Ja, winken können wir euch dann trotzdem nochmal halt zum Schluss zusammen, ne? Auch wenn kein Ton runter ist. Und ja, danke fürs Zugucken, fürs Mitfreuen und so weiter, mitfiebern, ne? Und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.